Ja. Er liegt auf einem Ozean, unendliche Weiten. Wohin man auch schaut, es ist kaum zu begreifen. Versuch mit diesem Track seinen Ruhm zu verbreiten, ohne mit meinen Gedanken weit abzuschweifen. Über seiner Hand schwebt ein feuriges Rad. Den Dämon geb ich hiermit einen freundlichen Rat. Sein Chakra ist sehr heiß, 1900 Grad. Kommt ihm zu nah, werdet ihr bräunlich und schwarz. Und Ramajis Söhne, die vier jungen Kumaras, die vier zu libertären Brüder Gangadharas. Ihre Gebete der Veden waren erlesen und klarer als das, was irgendwann irgendwo einmal da war. Und Sri Lakshmiji, seine Ehefrau, ja, sie sieht immer wunderschön und edel aus. Sie massiert seine Füße und sie tut es sehr gern. Ich bestell euch schöne Grüße vom glorreichen Herrn. Ist Shri Mahavishnu gewidmet. Sein Ruhm ist unendlich, wenn er wütet, dann blitzt es, so ist es. Und er ist die Ruhe selbst. Wenn er ein wenig schwitzt, dann entsteht eine neue Welt aus seinem Atem. Tanzen die Veden hervor. Wenn er über die Erde blickt, sprießt das Leben vor Ort. Er besitzt unzählige Häupter und Hände, ist im Herzen eines jeden. Sein Anblick ist blendend. Er ist der Weltenherrscher, der Herr aller Welten, die Überseele aller Lebewesen, da um zu helfen. Der Ozean der Ursachen, auf dem er schlummert, geht von ihm selbst aus. Ja, wen wundert's, wenn er ausatmet, treten alle Seelen ins Leben. Wenn er einatmet, werden sie zu ihm heimgebracht. Beten. Wir alle sind in ihm, seinem göttlichen Körper. Um ihn zu beschreiben, gibt es nie genug Wörter. Aus seinen Poren treten sie hervor. Habe beim Nachzählen den Überblick verloren. Millionen von Universen, beschrieben in den Versen. Für Mahavishnu sind sie kleine Gummibärchen. Er trägt eine Keule und ein Muschelhorn. Sein lächelndes Gesicht ist völlig ohne Zorn. In seiner vierten Hand hält er voller Güte eine Lotusblüte. Alle Halbgötter ziehen ihre Hüte. Und doch ist er nur eine Erweiterung von Sri Krishna. Er ist die höchste absolute Steigerung. Der Bhakti-Yoga-Vorgang, die Vereinigung. Und das Singen seines heiligen Namens ist die Reinigung. Die Sohlen seiner Füße sind geschmückt mit Symbolen. Heilige Zeichen, extrem Glück verheißend. Sie werden verehrt von den Sadhus und Weisen. Und nur seine Geweihten können sie erreichen. Ja, Mahavishnu.